Hi, mein Name ist Sandra Bradley, ich bin die stärkste Frau Deutschlands. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich möchte euch heute in mein Off-Season-Training mitnehmen. Heute steht Oberkörper an. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann klickt doch gerne auf Like und Subscribe und viel Spaß. Sag mal was zu der Übung, was ist das? Das sieht einfach nur hart unangenehm aus, das sieht aus wie die Hölle. Nee, ich weiß, das sind furchtbar schreckliche Sots Presses. Ich habe die diese Woche zum zweiten Mal lange nicht gemacht, weil ich habe vor allen Dingen Overhead Mobility Probleme. Da arbeiten wir gerade dran und das ist dann so eine Kombination, versuchen Mobility mäßig in die Overhead Position zu kommen. Unter Kraft aufzubauen, und zwar sollst du nicht aus den Schultern oder aus den Brustmuskeln drücken, sondern eigentlich aus dem Trapez und den Rhomboids, also der Muskulatur zwischen den Schulterblättern, weil das ist wirklich so meine Schwachstelle und auch mein Problem im Lockout und im Jerk, also wenn man unter das Gewicht drunter springt, bei Baumstanddrücken und so. Und damit versuchen wir das jetzt gerade zu beheben und sie sind absolut grässlich. Ich kann sie nicht empfehlen. Doch, ich kann sie empfehlen. Ich gebe sie auch meinen Athletinnen und Athleten, weil es eine gute Übung ist, aber sie zeigt wirklich Schwachstellen auf. Sieht einfach nur widerlich aus. Ist es auch. Mir gefällt mein linker Arm noch nicht so ganz. Mein Schulterblatt links tendiert immer dazu, ein bisschen nach vorne zu kippen. Was mir so ein bisschen Bizeps-Probleme bereitet. Und das versuche ich gerade nicht zu machen. Mein Schulterblatt hinten zu halten. Das soll ich machen. Die sind einfach schwierig. Wenn ich viel über Schwachstellen und Probleme rede, dann soll es jetzt kein Negative Self-Talk sein, sondern mir ist es wirklich wichtig, das aufzuzeigen, vor allen Dingen jetzt gerade in der Off-Season, dass es eben nicht gut ist, immer nur schwer, schwer, schwer und ballern, ballern, ballern und ohne Rücksicht auf Verluste, sondern gerade jetzt die Zeit nutze ich immer die Off-Season eben wirklich darauf zu achten, was ist gerade nicht richtig, was funktioniert nicht gut, dann einen Schritt zurückzunehmen und wirklich darauf den Fokus zu legen, weil nur wenn man das macht, kann man langfristig gesund trainieren, wenn man seine Schwachstellen eben behebt und dann halt auch dauerhaft besser werden. Und das ist auch der Punkt, wie ich an den Punkt gekommen bin, wo ich jetzt bin. Halt wirklich immer zu sehen, wo die Schwachstellen sind und dann wirklich mein Ego vor der Tür zu lassen, nicht schwer zu heben und auch wirklich die Dinge zu machen, die man machen muss, auch wenn es weh tut. Zweite Übung sind Tall Kneeling Strict Presses, also Schulterdrücken, aber kniend, weil, wie man sieht, passt unsere Deckenhöhe nicht so ganz. Und der Vorteil davon ist, man kann mit den Füßen nicht ausgleichen, weil ich habe auch so ein kleines bisschen Hüftschiefstellung und das verhindert man dann auch durch diese tollen Kneeling-Positionen, also auf den Knien, aber aufrecht stehend, seht ihr gleich, wie es aussieht. Anstrengend. Findest du? Und, ja, und man muss den Po so hart anspannen, dass man nicht umfällt. Also richtig gut auch für Stabilität der Körpermitte und was, sobald man eben die Spannung im Po verliert, fällt man um. Trouble with love is.
Wie ist eigentlich das Lockdown-Training jetzt für dich? Lockdown-Training. Lockdown-Training. Naja, also ich glaube, uns geht es fast allen so, dass es echt ultra schwierig ist, sich einfach zu motivieren zu Hause. Viele von euch trainieren ja auch in ihren Wohnzimmern und das ist auch noch schwieriger, weil es einfach so dein Zuhause-Space ist und da sollst du dich eigentlich entspannen und nicht trainieren und dann auch sich dann aufzuraffen, in den Keller zu gehen oder im eigenen Wohnzimmer Training zu machen, ist einfach echt hart und egal auf welchem Level man ist, egal ob man Anfänger ist, Fortgeschrittener oder Leistungssportler, es ist einfach echt nicht leicht. Was mich motiviert, ist einfach das Ziel, was ich vor Augen habe. Auch wenn jetzt halt hier das ganze Training leicht ist und anstrengend und meine ganzen Probleme aufzeigt. Ja, es ist ein leichtes Gewicht, relativ zu dem, was ich sonst bewege. Aber es zeigt mir auch meine ganzen noch Probleme oder Schwachstellen auf, an denen ich arbeiten muss. Aber ich weiß, dass mir das Training, was ich jetzt mache, was nicht unbedingt sexy ist, was nicht schwer ist, was kein Ballern ist, dass das mich halt ultra viel weiterbringt. Und das ist meine Motivation, halt das Ziel vor Augen zu haben. Und mich jetzt hier durchzuquälen, auch durch die unliebsamen Sachen, durch Training mit Bändern, durch Stabi-Training, durch Time Under Tension, also das heißt ganz, ganz langsame Übungsausführung, langsame Exzentrik. Das sind so all die fiesen Sachen, die man ungern macht, aber die man jetzt gerade eben in der Off-Season und im Lockdown machen kann, die einen dann auch im Gym sehr, sehr, sehr viel weiterbringen. Und das ist so meine Motivation, die ich so vor Augen habe. Ja. Ich habe jetzt schon zum 5. Mai an diesem Scheißrohr den Kopf angehauen. Achso, ja, man sieht eben, unsere Decke ist super niedrig und mein Kameramann ist 1,93 Meter, also der hat etwas mehr Probleme als ich, weil ich kann hier noch wunderbar rumspringen und er kann nicht immer aufrecht stehen und haut sich ständig den Kopf an. Als nächstes kommen More Presses. Dumbbell Z Presses jetzt sitzen auf dem Boden, weil du mehr Rumpfstabilität brauchst, um den Oberkörper aufrecht zu halten, also deine Brustwirbelsäule aufrecht zu lassen, nicht einzuknicken und mit Dumbbells, weil es dann noch schwieriger ist, beide Seiten zu stabilisieren, als mit einer Stange. Alte Frau! Okay. Nicht zufrieden? Nee. Warum nicht? Weil meine Schulterblätter unterschiedliche Sachen machen. Und mein Link ist ein bisschen hochkommt, dadurch habe ich immer hier ein bisschen Klemmungs. Ist gut, Habi. Der Hund ist auch da. Der Hund ist auch da. Brustmuskel ist auch ein bisschen fest. Deswegen da klemmt es vorne ein bisschen. Und auf der rechten Seite ist mein Serratus ein bisschen inaktiv. Den braucht man auch, um quasi über Kopf die Schulter stabil zu halten, dass die nicht in die Innenrotation kommt, sondern in der Außenrotation bleibt. Und da haut mir mein Ellenbogen immer nach außen ab, was auch nicht gut ist. Aber deswegen mache ich die, um das irgendwie versuchen auszugleichen. Mhm. Ja, das ist anstrengend. Schweres Atmen und Wissenschaft. Ja, richtig. Half-Kneeling Landman Presses. Wieder mehr ein bisschen für die Trizeps und für die Cooldowns.
wichtig ist, dass der Zugwinkel so ist, wie die Muskelfasern verlaufen von dem, was ihr trainieren wollt. Oder funktional das ist, was ihr trainieren wollt. Und jetzt mache ich Lat Pulldowns und mit Fokus auf pausiert hier, um mein Schulterblatt wirklich in der Position unten zu halten. Also es ist nicht nur Lat, sondern auch Rhomboids, Low Traps und Serratos. Fertig? Ja. Okay, warte, ich muss hier mal kurz rauskrabbeln. Ja, krabbel raus. Sonst noch irgendwas zu der Übung? Nee, fällt mir gerade nichts ein. Okay. Ja. Gut. Schwerer jetzt. Schwerer jetzt? Jetzt schwerer, ja. Okay. Okay, gut. Erst vorrücken. Also, langsame Sunny und gleich kommt die schnelle Sunny. Fast forward in 3, 2, 1. Superhelden-Posen üben. I'm a squirrel! Superhelden-Rennung. Du möchtest auf den Fakt hinaus, auf den Fuck hinaus, sehr gut. Das kann man auch hart rausschneiden. Ja. Das Eichhörnchen, die Superhelden landen? Fass dich bitte nicht dieses Sensenrohr an. Ja, ich glaube, das hält auch nicht wirklich. Was Eichhörnchen an wie Superhelden? Ja, so wie ich gerade da war. So. I'm a squirrel. No, you're way faster than me. Sondern, ich glaube, das ist nicht die einzige Charakteristika. Die können auch noch klettern. Die dich von Eichhörnchen unterscheidet. So ein bisschen leichter, können auch klettern. Das ist fast so aussehen, als würde es dir keinen Spaß machen. Alter, ich muss 3 Sets mit Max Reps hintereinander machen. Das brennt. Aber die Keulen schauen nice aus. Ja. Pumpt die Arme schön ab wenigstens. Oh. Anstrengend. Aua. Mhm. Aus. Aus? Aber die letzte Übung des Tages noch Core-Stabi-Übung mit einer quasi Anti-Rotation und noch wieder Schulter-Ruder-Stabi-Übung. Side-Planks mit Bandit Rows. Man hört die Begeisterung und den Enthusiasmus in deiner Stimme. Wahnsinnig begeistert.
habe, ist, dass man in der Side Plank halt wirklich eine Linie bildet, dass die Hüfte nicht abkippt, dass man wirklich ein Brett ist und durch das Rudern auch nicht nachgibt, also nicht in die Rotation kommt, sondern da wirklich stabil bleibt. Ein festes Brett in der Ruderbewegung kurz halten, Schulterblatt hinten zusammen runterziehen und es einfach langsam und kontrolliert. Da geht es nicht um Schnelligkeit, sondern wirklich festbleiben, so fest, so viel Spannung aufbauen, wie man kann. Ja, das mache ich jetzt noch dreimal und dann bin ich fertig für heute. Okay, Outro machen wir, wenn du weniger außer Atem bist. Richtig, wenn ich wieder atmen kann, gibt es noch ein Outro. So, ich bin wieder bei Atem. Ich hoffe, euch hat mein Off-Season-Training heute gefallen. Das sind genau die Sachen, die ich in Off-Season mache. Keine Strong-Disziplin, wirklich nur der Fokus auf meine aktuellen Schwachstellen, an denen ich arbeiten muss. Das nächste Mal machen wir Unterkörper. Genau, wenn es euch gefallen hat, klickt doch gerne Like und Subscribe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!